Das sah ein bisschen komisch aus. Schwermetall, Blitzbrocken. Noch mehr Schwermetall. Greifen wir den mal an. Natürlich erwischt sie mich völlig unvorbereitet. Ein Sechskämpfer taucht auf. Nein. Aua. Wir können aber die Erlösung machen, das auf den Todesprinz. Nice. Hemmungsloser Hieb. Nice. Gut geblockt, Hendrik. Grotz. So, Schockschnitt. Ein einzelner Feind wird zum Ziel einer Serie von 6 unaufhaltsamen Hieben. Okay, besonders stark sind die aber nicht. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass sie die volle Stärke haben. Aber gut. Vielleicht kann man das nachher auch noch irgendwie stärken. Mal sehen. Hirnhämmer? What? Dieser übernatürliche Schild kann eine Barriere bilden, die feindliche Zauber blockiert. Seltenheit A. Steigert die Zauberresistenz des Trägers, wenn er im Kampf als Gegenstand benutzt wird. Chance auf Blocken 8. Was hat denn jetzt Hendricks Schild? 35. Chance auf Blocken 10%. Das heißt, der neue ist besser. Der durch Elementangriffe hinzugefügte Schaden sinkt um 10%. Und ich meine, der ist ja nicht mal plus 1. Also wenn wir den jetzt noch irgendwie plus 1 oder so machen, oder plus 3 sogar, dann dürfte der ziemlich mächtig sein. Wir behalten den erstmal. Den Schild von Heliodor behalten wir aber natürlich in Ehren. Gar keine Frage. Jede Menge Viecher. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Tropfköpfe 4 Stück. Kämpfen wir mal. Und ich sag Quadrahieb. Was never in doubt. So, was haben wir hier? Metalltröpfchen. Hier kann man auch hin. Okay, U6 und U5 wird interessant. Oha. Wow. Goldklümpchen. Das ist ein interessantes Vieh. Todmaschinen. Ich bin für einen Stoßwirbel. Ich glaube, die halten einiges aus. Oh, der Flammenvieh. Oh, oh, oh. Okay. Perlentor. Die eine Maschine ist schon mal Schrott. Und die auch.
Well, that was easy. 3200. Beäuge euch mit einer gewissen Skepsis, meine Freunde. Killermaschine, genau, das war die. Todesprinz, Todmaschine. Es fehlen jetzt nur noch zwei Monsterarten, dann haben wir alle besiegt, die es hier geben kann. Verhaxt. Ist das vielleicht auch was Geiles für Henrik? Eine ausgefuchste Axt, die das Blatt zugunsten ihres Besitzers wenden kann, indem sie die Angriffskraft eines jeden Feindes mindert, den sie trifft. 106. Wow. In jeder Hinsicht besser. Gefällt mir. So, was haben wir denn jetzt hier noch vor uns? Hier noch irgendetwas? Nein. Hier oben kamen wir her. Wieder diese komischen Viecher hier, die zusammenstehen. Drakolith. In den alten Stein ist eine Inschrift gemeißelt. Erdrian Frieden, dann Katastrophe. Der Finstere kam, Hoffnung wurde zur Verzweiflung. Nur Lichtbringer kann ihn besiegen und nur mit Schwert. Schwert aus kostbarem Erz. Keine Sorge, meine Freunde. Ich werde dieses Schwert besorgen. Hier komme ich nicht hin. Vielleicht von da drüben? Geh mal hier rein. Ich meine, wir müssen zu dieser übersehenen Höhle und da werden wir wahrscheinlich dann diesen Dings finden, den Schlüssel. Königsklunker und den brauchen wir auch. Bams! Zeig uns, was du kannst, Jade, mit dem feurigen Fußfeger. Sehr gut. Eine vortreffliche Tat. Quadrahi. Perfekt. Und jetzt haben wir nur noch die Killermaschine vor uns und ganz ehrlich, da hilft auch. So gefällt mir das. Drachenhorn. So, endlich. Und das hilft uns jetzt. Erstmal gehen wir hier lang. Das ist quasi unsere Startrampe. Nö. Nö. Hilfe. Ich wollte gerade sagen, hä? Hä? Ich steckte nur irgendwie fest. So. Wow. Blöd gelaufen. Klirr. Uff. Komm, das muss jetzt aber reichen. Eine Mal. Ja, geht doch. Geht doch. Not bad at all. Anleitungsbuch. Am Arm dran. Lebensarmschiene, mächtige Armschiene, Abracadabra-Armschiene, Geisterarmschiene, Armband des Standhaften. Cool. Sehr gut. Und als nächstes muss ich hier hin. Oh, sehr viele davon. Könnt ihr bitte gehen? Amethyst der Agilität. Okay. Hier komme ich leider nicht weiter.
wir kommen der Sache näher. Oh, die greifen mich tatsächlich an. Das kam jetzt überraschend. Perlentor. Fuchtelt ganz schön wild mit seinem Scheiß rum. Na gut, das bringt jetzt nichts. Rundumschlag bringt auch nichts. Schade. Perfekt. Eric, Stufe 45. Der hängt so weit hinterher und braucht trotzdem so lange, um eine Stufe aufzusteigen. Schon ein wenig ärgerlich. Nicht verwenden. Übersehene Höhle. Was könnte da sonst noch drin sein? Also es kann an sich nur dieser Schlüssel sein. Ja, jetzt kommen wir nämlich da vorne in diese Kammer. Ne, da ist das Erz. Something tells me we found our special ore. You have got to be kidding me. Was denn? Honey, are you okay? I'm more than okay. Do you know what this is? It's orichalcum. Do you have any idea how much this stuff is worth? Nein. Orichalcum? Well, well. I've read about it in books, but I've never seen it with my own eyes. Are you sure, laddie? Am I sure, he asks? You bet I am. I steal valuable stuff for a living, remember? This is it. The rarest metal in the world. I wish Mia was here to see this. So this is the ore we were looking for. I should have guessed. Imagine what a fortune you could make with a lump this big. Ja, allerdings brauchen wir das für andere Gründe oder aus anderen Gründen. Sorry. Got a little carried away there. Don't worry, I get it. This here ore is strictly for sword making. Na, aber halt deine Grabbelfinger, deine Kleptomanenfinger mal bei dir. Waldes erhält einen Klumpen Orichalcum. We're one step closer to making that sword, but we've still got a way to go. Let's hit the road. Naja, jetzt müssen wir erstmal hier rauskommen und außerdem ist es ja immer noch die Frage, was müssen wir in Gallopolis tun, um an den Hammer zu kommen? Ich glaube nicht, dass wir, also, kann mir nicht vorstellen, dass wir das jetzt einfach so bekommen. Na, wir werden es ja sehen. Huch. Kann ich mich jetzt nicht theoretisch einfach an den Anfang des Dungeons zurück teleportieren? Weil ansonsten will ich hier ja eigentlich nichts mehr. Perfekt. Das hat sogar geklappt. Ich weiß allerdings nicht. Also irgendwann müssen wir natürlich nochmal dahin zurück. Aufgrund dieser Tür da ganz unten. Und ich frage mich gerade... Ah, das führt dahin, nach Ubu 4. Wahrscheinlich. Ich habe mich gerade gefragt, wo dieser eine Weg hinführt, wenn man da die... das Loch runterspringt. Großartig! Wir haben das Orichalcum.
Wir sind ein Stück näher dabei, unseren Feind Hagrimor zu bezwingen. Wir werden jetzt erstmal zur Akademie. Wo ist denn unsere Akademie de Medaille da? Wir haben hier nämlich Mini-Medaillen, die wir abgeben können. Wie viele Kugeln fehlen nochmal? Warte mal eben. Es fehlen doch auch noch Kugeln. Wir haben erst 4 Kugeln zurück. Ich meine, an die müssen wir ja auch noch irgendwie wieder rankommen. Keine Ahnung, was das für eine Ausrüstung sein soll, die wir da anziehen sollen, aber wir werden es schon irgendwann herausfinden. Hallo, 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 hallo. Das Wunderschwert. Wunderschwert, ein Preis von maximaler Ehrlichkeit. Ihr habt nun insgesamt 61 Stempel gesammelt. Bringt mir weiter Mini-Medaillen, wenn ihr 65 erreicht, belohne ich euch mit einem flinken Dolch. Ist das nicht ein Preis von maximaler Ehrlichkeit? Ja, doch. Da fällt mir gerade ein, wir müssen hier noch andere Ausrüstungen austauschen, nämlich den Stab hier. Wir haben zwar weniger magische Heilkraft, aber viel mehr magische Dingskraft, ihr wisst schon. Und die MP-Absorption ist natürlich viel höher. Leider kann sie dadurch kein Schild mehr tragen, was doof ist. Aber naja. Eric. Richtet bei Angriff Eisschaden an, spitze Eiszapfen durchbohren eine Gruppe von Gegnern, wenn er im Kampf als Gegenstand benutzt wird. Ja, und das Aristokratenmesser können wir dann ja als Zweitwaffe hier nutzen. So, und das Wunderschwert kann jetzt was? Beim Angriff werden LP in Höhe von 25% des zugefügten Schadens wiederhergestellt. Okay, das ist geil. Das ist wirklich gut. Okay, man kriegt echt coole Sachen hierdurch. Kann man nicht anders sagen. Was hatten wir denn noch für Missionen? Welche Lieder könnten das denn sein? Ritterschlag gegen den Schnitterritter im Horrorhorst einzusetzen. Östlich von Heliodor gesunken ist. Offenbar lebt sie irgendwo in Firnland, Liliane. In Nautica befindet sich eine Schildkröte, die ein eindrucksvolles Exponat für das königliche Terrarium erwerben will. Wie willst du nicht mal befindet sich Bade nach einem gewissen Brief sucht. Schneefeld. Nautica. Heißt es, wir können nach Nautica zurück?
Also, können wir nach Nautica zurück? Wir sollten erstmal nach Antiquia zurück. Denn dort ist offensichtlich auch eine Quest. Wir wollen jetzt dann erstmal die Nebenquests annehmen. So, wo soll hier jetzt eine Quest sein? Da. Erinnerst du dich, mein Liebster, wie wir beide uns an der Schönheit Erdrias ergötzten? Der Himmel so weit und blau schien uns zu verschlingen. Das Meer brannte krapprot, befleckt vom Licht der untergehenden Sonne. Und um uns herum erstrahlten Yggdrasils Blätter im Lichte des Lebens. Die himmlische Vision, die ich mit dir an diesem Tag erblickte, brannte sich in meine Seele. Nie werde ich sie vergessen, auch wenn ich bis in alle Ewigkeit lebe. Wirklich wunderschöne Worte, findet ihr nicht? Das ist der Text eines Briefes, verfasst von unbekannter Hand, der in einem Buch in der Bibliothek hier in Antiquia entdeckt wurde. Ich habe ihn mittlerweile so viele Male gelesen, dass ich ihn aus dem Kopf rezitieren kann. Allerdings ist der Brief unvollständig. Ich habe nach der zweiten Seite gesucht und gesucht, doch leider ist sie nirgendwo zu finden. Zumindest nicht hier in Antiquia. Ihr reist doch viel, oder? Würdet ihr mir helfen, das zweifelsohne lyrische und herzzerreißende Ende des Briefes zu finden? Mach was aus Metallmatsch, finde ich auch geil. Oh, wirklich? Danke. Die Dorfbewohner haben mir gesagt, dass die erste Seite des Briefes in einem alten antiquianischen Folianten entdeckt wurde. Leider wurde dieser Foliant vor einigen Jahren an eine galopolitanische Edelfrau verkauft. Ich glaube, dass die zweite Seite des Briefs sich noch immer in dem Buch befindet. Ich würde euch bitten, nach Galopolis zu reisen und in den Häusern der Adelsfamilien jenes Reichs nachzuforschen. Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Suche. Okay. Wahrscheinlich können wir was mit den Metalltröpfchen anfangen, wenn wir dieses Mach was aus Metallmatsch da bekommen haben. So, in Firnland soll noch was gewesen sein. Oder war das im Schneefeld? Wikingerversteck. Na, gehen wir erstmal nach Firnland. Gucken wir mal. Und jetzt, wo Melchior besiegt ist, oder Molchior, wie er hieß, können wir ja nochmal nachschauen. Ne, hier war das nicht. Warte mal, da müssen wir jetzt eben nochmal gucken. Das war im Schneefeld, ne? Schneefeld. Ja, Schneefeld. Und da wir da, glaube ich, jetzt noch nicht wieder gerastet haben, haben wir die Abkürzung auch noch nicht wieder freigespielt. So war das, glaube ich. Umland von Firnland, Schneefeld. Jo. Lernt's aber auch manchmal nicht, ne? Ich will lieber auf dem Schlitten fahren. Sehr viel cooler. Hot. Lade das da oben. Da sind wir ja sogar den richtigen Ausgang gegangen. Was war denn das für ein komischer Held da? Was war denn das für ein komischer... Warte mal eben. Den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Folterknecht ist auch geil. Da hat er noch Glück gehabt. 2700 Erfahrungspunkte.
Ah. Sei, Wanderer, ich bin ein Soldat aus Firnland. Ich kam mit meinem jüngeren Bruder hierher, um die Killermaschinen zu vernichten, die das Schneefeld heimgesucht haben. Alles lief wie geplant, bis dieser blutrote Roboter erschien. Ein furchteinflößendes Modell G0. Weitaus stärker als die anderen Gesellen und mit Mordlust in seinem starren Blick. Wir kämpften mit aller Kraft gegen die Bestie und siegten zu guter Letzt auch, zahlten dafür allerdings einen hohen Preis. Mein Bruder hat seine Verletzung nicht überlebt. Ich habe mich bis zu dieser Hütte geschleppt und mich seitdem hier ausgeruht. Leider bin ich zum Stehen noch zu schwach. Seit dem Tod unserer Eltern hatte ich nur noch meinen Bruder. Wir schworen uns immer zusammen zu bleiben. Ich werde es diesem Modell G0 nie verzeihen, dass es ihn mir genommen hat. Ich werde nicht ruhen, bevor nicht jedes Modell G0 in Erdria nur noch ein qualmender Haufen Zahnräder ist. Ich werde sie meinen Schmerz tausendfach kosten lassen. Ihr kämpft doch für Gerechtigkeit, oder? Würdet ihr für mich ein Modell G0 erledigen, während ich mich von meinen Verwundungen erhole? Metallschleimrüstung. Ihr willigt ein, danke, mein Freund. Die Modelle G0 sind die Kommandanten der Roboterarmee. Man sieht sie nur an der Seite ihrer untergebenen Killermaschinen. An der Front tauchen sie nur selten auf. Aber wenn ihr gegen ihre Fußsoldaten kämpft, wird einer von ihnen ganz bestimmt irgendwann sein teuflisches Antlitz zeigen. Die Killermaschinen versammeln sich im Schneefeld beim gefrorenen Fjord. Die G0-Modelle dürften nicht allzu weit hinter ihnen sein. Aber übertreibt es bitte nicht. Besiegt ein Exemplar und bringt mir als Beweis einen Teil aus seinem Innenleben. Das genügt. Diese Teufel müssen für ihre Taten büßen, aber nicht auf Kosten eines weiteren Lebens. Ein Gericht, das kalt serviert wird. Aber cool. Coole Sache. So, als nächstes werden wir jetzt mal da unten rasten. Damit wir diese Schnellreisefunktion auch wieder parat haben. Eigentlich bin ich der Meinung, dass ich hier mal gerastet habe, deswegen finde ich es komisch. Naja, gucken wir da gleich mal. So, dann haben wir noch zwei Quests in Nautica übrig. Und wie gesagt, da würde ich jetzt einfach mal zum Meer von Kriegerwelt. Und dann versuchen, nach Nautica zu kommen. Und wer weiß, vielleicht können wir ja tatsächlich wieder dorthin. Und dann auch herausfinden, was mit der Königin von Nautica passiert ist. Ob sie in irgendeiner Art noch lebt. Ich würde es mir sehr wünschen. Wir spielen die Harfe der Lorelei. Und kommen tatsächlich nach Nautica zurück. Das ist wunderbar. Ich grüße euch, Lichtbringer. Es freut mich sehr, dass ihr wohlauf seid. Habt unseren Dank. Ihr habt uns von dieser höllischen Echse befreit. Wenn ihr euer Luftgesreich vermisst, dann sagt mir einfach nur Bescheid. Zum Glück vermag ich Blasen zu erzeugen und stelle euch diese gern bereit. Nun, mein Freund, was sagt ihr? Soll ich diesen Plan ins Auge fassen? Nein. Nein, sollst du nicht. Ich will mich einfach nur daran erfreuen, dass Nautica noch existiert. Kann ich jetzt mittlerweile eigentlich endlich mal Sachen kaufen hier? Scheint nicht zu verstehen, was ich sage. Konnte ich nicht mich irgendwie verwandeln oder so? Das ging doch. Ich muss wieder ein Fisch werden. Sonst wird das nichts. Das war das mit diesem süßen Jungen. Das haben wir ja schon. Wie schön es ist, euch hier in diesem unserem Meeresreich zu erblicken. Die Königin erwartet euch voll Ungeduld. Ich soll euch zu ihr schicken. Ihre Majestät ist oben. Mangels Treppe ist es nötig, dass ihr euch auf mich verlasst. Ich kann euch nämlich dorthin bringen, sofern es euch auch zeitlich passt. Ja, wir wollen nach oben zur Königin, bitte.
Im Namen der Töchter des Ozeans bezeige ich dir hiermit meine große Dankbarkeit, denn du hast unsere Gewässer vom monströsen Molchior befreit. Ich hatte Angst, die Hoffnungsflamme wäre erloschen, erstickt von all den Schmerzen, doch dank dir brennt sie erneut in meine untertanen Herzen. Yggdrasil ist abgestürzt, doch tot ist er noch nicht. In dir lebt sein Wille. Hör auf dein Herz und streite nun in seinem Auftrag bis zum Ziele. Vergesst nicht, mögen sich unsere Pfade noch so winden, sie gehen alle vom Baum des Lichts aus und am Ende werden wir uns alle dort wiederfinden. Ich bin Marinas loyale Leibwache, seit sie ein winziger Wicht war. Und eins ist klar, das Mädchen, das heute unseres Reichs Geschicke leitet, hat mir eine Menge Kopfzerbrechen bereitet. Wer hätte gedacht, dass die kleine Plage eines Tages unser Nautica sicher durch stürmische Gewässer steuern würde? Sie überwindet jede Hürde. Da werden meinen müden Augen, die ohnehin nicht mehr viel taugen, gleich ganz feucht. Aha. Dann wollen wir wieder nach unten. Ich hatte gehofft, sie kann mich in einen Fisch verwandeln. So dauerhaft so. Also zumindest solange ich es will, aber offenbar klappt das nicht. Naja. Wie auch immer, wir machen jetzt erstmal Stopp und beim nächsten Mal werden wir uns dann die restlichen Nebenquests holen, es zumindest versuchen. Und dann werden wir, nach Galopolis reisen. Cool. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.